Der gestrige Montag hat angefangen, wie Montage gerne mal in diesem Jahr anfangen, nämlich mit einer Art multiplen Optimismus. Einerseits Brexit-Optimismus, Stimulus-Optimismus, die Impfungen beginnen, Optimismus, Fed-Optimismus. Wir haben dann, was die US-Märkte betrifft, mit einem Gap nach oben eröffnet. Aber dann sind die Indizes, mit Ausnahme des Nasdaq, doch noch ins Minus gedreht. Und wir wollen uns mal ein paar Interna anschauen, ein paar Dinge, die so ein bisschen unter der Oberfläche sind, und kommen da zu dem Schluss, die Chance für die Bären ist nicht da, heißt nicht, ist jetzt da, heißt nicht, dass wir jetzt massiv einbrechen, zwangsläufig, aber kann eben auch sein, denn wir sind ja sehr, sehr einseitig positioniert, die Märkte sind extrem überhitzt und dementsprechend wäre im Mindesten eine 10%ige Korrektur gar nicht ungewöhnlich und durchaus etwas, was im Bereich des Möglichen ist. Schauen wir uns mal hier den NYSE Composite Index an, also das ist ein breit gefächerter Index, noch viel breit gefächerter als der S&P 500. Und hier sehen wir eine ziemlich unschöne Wendekerze. Hier sehen wir, dass da durchaus was passiert ist. Da haben wir noch viele, viele Gaps, die hier zu schließen wären. Der Chart von Michael Silver von Figuring Out Money, sehr empfehlenswert. Und wir haben hier zum Beispiel die Situation gehabt, dass gestern ja die Stimmung zunächst sehr, sehr gut war. Wir haben die sogenannte Advanced Decline Linie, also die Zahl der Aktien, die steigen in Relation zu der Zahl der Aktien, die fallen, und wir hatten gestern zunächst mal 1891, ein Übergewicht von 1891 für die steigenden Aktien und sind dann allerdings ins Negative sogar noch gedreht, wie eben der Gesamtmarkt beim S&P 500, beim Dow Jones ins Negative gedreht ist. Wir haben also einen breitflächigen Abverkauf von den Hochs gesehen, von den Euphorie-Hochs hier gesehen. Das war also jetzt nicht eine Story, was weiß ich, dass eine Amazon ein bisschen fällt oder eine Apple fällt und dadurch, dass das ein Schwergewicht ist, den Gesamtmarkt mit runterzieht. Nein, das war ein sehr breitflächiger Abverkauf, der hier stattgefunden hat. Und siehe da, Bums, der Wix ist wieder da, die Volatilitätserwartung. Zack, da sind wir aus diesem Abwärtskanal rausgebrochen und gleich ziemlich dynamisch nach oben gegangen. Das zeigt also, dass jetzt die Absicherungsbedürfnisse offenkundig steigen. Ein so steigender Wix zeigt ja, dass man jetzt eben bereit ist, hier diese Long-Positionen, die man vielleicht hat, abzusichern, dass man das für notwendig hält, zumindest die größeren Player. Und hier sehen wir mal wieder von Michael Silver den S&P 500. Sehr wichtige Unterstützung jetzt in diesem Bereich, wo wir gestern geschlossen haben. Wenn wir da runterfallen, dann wären Gap-Schließungen, die hier eingezeichnet sind, durchaus im Bereich des Möglichen. Hier nochmal der Dow Jones, der aus diesem Aufwärtstrendkanal jetzt zunächst mal rausgefallen ist, mit einer unschönen Kerze. Also das sieht jetzt erstmal optisch schon nicht so richtig gut aus. Das sind keine Long-Setups unter normalen Umständen. Und wir sind jetzt möglicherweise auch kurz vor einer Drehung beim US-Dollar. Wir sehen ja, der Dollar wurde verprügelt, ist derzeit extrem geschortet. Das wäre also der Weg des größten Schmerzes, wenn der Dollar steigen würde. Und steigender Dollar ist in der Regel nicht so gut für die Wall Street. Wir sehen gestern das Muster, das einmal mehr gegriffen hat, nämlich vorbörslich geht es nach oben und dann in den offiziellen Handelszeiten, also zwischen 15:30 und 22 Uhr deutscher Zeit, dann passiert nicht mehr viel. Hier sehen wir den Unterschied zwischen Overnight, also alles, was nach 22 Uhr und vor 15:30 passiert. Wer also hier diese Strategie anwendet und praktisch kauft, wenn die US-Märkte, der Kassamarkt geschlossen hat, und dann verkauft, wenn der Kassamarkt in den USA am nächsten Tag wieder öffnet, der könnte sich wahrscheinlich zur Ruhe setzen. Schauen wir uns das gestrige Geschehen mal an. Alle Sektoren im Minus bis auf Consumer Discretionary, also Dinge des täglichen Bedarfs, wenn man so will, und Information Technology am stärksten hat es erwischt. Hier die Energy-Werte, die ja so stark gelaufen waren, schwach auch Financials, also die Profiteure der Impfstoff-Euphorie-Welle seit dem 9.11., die sind gestern ein bisschen unter Druck gekommen. Und insgesamt ist ja dieser bullische Konsens geradezu greifbar. Hier sagte zum Beispiel Reed von der Deutschen Bank, ist so, ich habe jetzt 25 Jahre, mache ich hier diese Untersuchungen, was die Erwartungen betrifft der Investoren für das nächste Jahr, und ich habe noch nie einen so
großen Konsens gesehen, ein so dominantes Narrativ, eine so dominante Erzählung. Und diese Erzählung lautet, kauft US-Aktien. Hier sehen wir das, das ist das, was besonders stark ausgeprägt ist. Hier dunkelblau die Erwartung für 2021, hellblau die Erwartung des letzten Jahres für dieses Jahr. Also wir sehen, das hat nochmal deutlich zugenommen. US-Equities for Emerging Market Equities. Dann erst europäische Aktien. Das könnte vielleicht sogar ein Geheimtipp sein in 2021, dass europäische Aktien besser laufen werden in 2021 als amerikanische. Und Asian Equities auch nicht besonders geliebt. Schauen wir uns mal hier den Durchschnittserwartung für das Jahr 2021 an. 4000 Punkte im S&P 500 wären also gut 300 Punkte mehr. So knappe 10% würde das nochmal bedeuten, aber der Konsens ist so gigantisch und wenn alle irgendwie im selben Boot sind, dann passiert meistens das Gegenteil. Unverhofft kommt oft, wenn der Konsens so eindeutig ist, wenn keiner irgendein anderes Szenario sieht, dann kommt eben meistens dieses andere Szenario. Wir werden sehen. Ein anderes Szenario ist auch für Sir Donald gekommen. Die Wahlleute haben jetzt Bidens Wahlsieg bestätigt. Viele wollten es ja nicht glauben, der Trump-Anhänger, aber jetzt ist es gewissermaßen offiziell. Es ist genauso gekommen, was die Wahlleute haben genau das umgesetzt, was dann auch in den einzelnen Bundesstaaten gewählt worden ist. Und was fällt Donald Trump dazu ein? Ich habe die Wahl verloren. Nein, this is big news. Dominion Voting Machines are a disaster. Also da geht es um diese Wahlmaschinen von der Firma Dominion. Also kein Wort dazu, dass hier diese Wahl jetzt auch offiziell verloren ist. Change the results of a landslide election, can't let this happen. Also nach wie vor die Erzählung, alles gefaked, alles gerickt. Ist es denn nicht möglich, dass in einem so gespaltenen Land, wo die Stadtbevölkerung tendenziell demokratisch wählt, wo die Hispanics, die Afro-Americans tendenziell demokratisch wählen und vor allem beide Bevölkerungsgruppen immer zahlreicher werden, dass es da doch eine knappe Mehrheit immerhin gibt für die US-Demokraten? Muss dann die Wahl gefälscht sein? Das ist die Frage, die man vielleicht mal stellen müsste. Aber Donald Trump macht immer weiter und tut damit wahrscheinlich der US-Demokratie keinen Gefallen. Wir haben jetzt, was die Wahlleute betrifft, genau das identische Ergebnis wie vor 4 Jahren, damals pro Trump gegen Clinton. Damals hat Clinton eben gesagt, okay, die Wahl ist verloren und hat da keinen Zweifel dran gelassen. Donald Trump tut das nicht. Oder wir erinnern uns an Al Gore im Jahr 2000, der, obwohl die Geschichte richtig, richtig knapp war und möglicherweise ist nicht mit rechten Dingen zugegangen, ist gesagt hat, ich habe verloren, ich ziehe zurück. Das scheint einem Trump nicht möglich zu sein. Dann jetzt General Bill Barr, der Justizminister, entlassen. Hier sehr schön verpackt von Donald Trump. Ja, wir hatten ein sehr schönes Meeting. Er hatte ja sich immer wieder beschwert, nämlich Donald Trump, dass Barr hier nicht die seine Sache vorantreibt, dass er also letztendlich sagt, ja, diese Wahl ist legal abgelaufen. Das konnte Donald Trump ihm nicht verzeihen. Jetzt darf er in Ruhe Weihnachten feiern, der William Barr. Und jetzt ist das große Problem, das die Republikaner haben. Jetzt sind ja am 5. Januar diese Nachwahlen für den Senat in Georgia. Und Trump sammelt eifrig Spenden ein, aber bisher geht da überhaupt kein Geld von diesen Einnahmen, die Trump hier erzielt, nach Georgia, um dort die Kandidaten, die republikanischen Kandidaten zu unterstützen. Das könnte dann nochmal faktisch bedeuten, dass wir 50-50 Verteilung im Senat haben, wenn das schief geht am 5. Und dann hätten die Demokraten, weil Vizepräsidentin Harris dann das Zünglein an der Waage wäre, in beiden Kammern die Macht. Das wäre dann schon nochmal ein richtiger Game Changer. Jetzt nochmal ein bisschen Stimulus-Hoffnung. Wir sehen Senat Majority Leader McConnell, jetzt sei es Zeit, einen Konsens zu finden für diese Corona-Hilfen. Allerdings scheint es so zu sein, dass nach dem aktuellen Papier hier keine wöchentlichen Schecks enthalten. Es sind auch bestimmte Schutzmaßnahmen nur bis zum 31. Januar verlängert werden, also nicht jetzt eine längere Frist, sondern nur wieder 4 Wochen. Schutz vor Zwangsräumungen, Schutz vor vielen anderen Dingen, vor Vollstreckungen, wenn man zum Beispiel seine Schulden nicht bezahlt, etc. etc. Gestern haben Pelosi und Mnuchin telefoniert, bislang aber ist eben noch nichts wirklich spruchreif. Und wir haben, und das könnte ein Trigger sein vielleicht für die Märkte, vielleicht, wir werden sehen, aber vielleicht für eine
Erholung des Dollars, des stark abverkauften Dollars, die FED-Sitzung. Heute beginnt sie ja, morgen werden die Ergebnisse verkündet. Hier sehen wir mal die FED-Bilanz, die gestiegen ist, dann ein bisschen zurückgekommen ist und in letzter Zeit wieder gestiegen ist, nach oben geht, wie die Bilanzen der anderen Notenbanken auch. Wir hatten heute Nacht Daten aus China, die sind alle so ausgefallen wie erwartet. Also da zeigt sich der Vorteil einer Planwirtschaft, da wird man von Daten nicht mehr überrascht. Ja? Also müssten wir vielleicht in Deutschland auch einführen, dann hätten wir keine Abweichungen mehr und könnten die Wirtschaft ja besser lenken, weil wir sie ja planen. Ne? Und die Wirtschaft macht immer das, was die Planer so planen. Das ist bekannt und hier in China ist das auch so. Wir sehen hier die China Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze. Die sind nach wie vor nicht da, wo sie waren vor die Corona. Und vor allem, wir sehen die Dining-Out-Sales, also das, was die Leute praktisch auswärts zum Essen ausgeben. Und hier sehen wir, dass wir uns da systematisch erholt haben, aber jetzt irgendwie kein Schwung mehr kommt. Wir kehren also nicht wirklich zurück in die alte Zeit, als es Corona noch nicht gab. Und vielleicht abschließend noch in Sachen Brexit, das ist ja auch so ein waberndes Thema. Wer wäre denn am stärksten betroffen? Wer hat die meisten Exporte nach UK, das ist Irland, dann folgen die Niederlande, vielleicht auch wegen dem Hafen in Rotterdam, der so bedeutsam ist, Belgien, Spanien, Frankreich, dann der europäische Durchschnitt, Portugal und Deutschland. Deutschland also gar nicht so betroffen, aber natürlich sind es die Deutschen, die am heftigsten vielleicht darauf dringen, dass es diesen Brexit-Deal gibt, dass es keinen harten Deal gibt. Die Franzosen sind da ein bisschen traditionell weniger anglo-freundlich. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Bären haben jetzt das erste Mal eine wirklich gute Chance seit langer Zeit, dass wir wirklich in den Charts gewisse Schwächesignale erkennen, dass wir erkennen, dass im Krisenbarometer wieder VIX nach oben gehen, dass der Dollar vor einem Ausbruch steht. Heute, naja, ein Tag nicht Fisch, nicht Fleisch, weil man auf die FED wartet. Mal sehen, was heute passiert. Ob Donald Trump vielleicht mal etwas zu den Wahlmännern sagte, zu dem Ausgang der US-Wahl, oder ob er nach wie vor in einer anderen Welt lebt. Wir werden sehen. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.